Danke. Ja, schönen Nachmittag. Herzlich willkommen. File-basierte Produktion, ist schon viel drüber geredet worden, wird da viel drüber geredet. Ich würde sagen, die Mehrheit, wenn nicht alle hier im Raum, nutzen das schon irgendwie. Ich konzentriere mich hier heute auf das Thema, wie mache ich eigentlich das sichtbar, wo ich früher eine Videokassette in der Hand hatte und irgendwie einen Schrank aufmachen konnte, gucken, ah, da ist sie. Oder mal schnell durch drei Räume rennen konnte und schauen konnte, wer hat denn jetzt die Videokassette. Und heutzutage liegen da irgendwelche Files rum, die man sieht oder auch nicht sieht. Und dann geht irgendwas schief und dann findet man es erst recht nicht mehr. Und häufig hört dann einer im Betrieb oder im Support die Frage, wo ist das File zu meiner Sendung, wie ist denn der Status und übrigens, warum ist das immer noch nicht da? Wir als IBM machen zum einen Generalunternehmerprojekte in diesem Umfeld, zum anderen haben wir mit Admira eine eigene Lösung zum Essenzmanagement, also zum Management von solchen Files. Also kriegen wir im Support auch ähnliche Fragestellungen und die ganze Problematik von filebasierter Produktion in diesem Umfeld mit. Und letztendlich betreiben wir für ProSiebenSat.1 auch solche Systeme im Outsourcing, sodass wir da ganz mittendrin in der täglichen Produktion und im täglichen Geschäft sind. Und es ist irgendwie jetzt, nachdem man schon seit einigen Jahren doch relativ einfach, je nach Komplexität, eine filebasierte Produktion, vernetzte Systeme aufbauen kann, ist eigentlich nicht mehr so das Thema, wie baut man sogar sowas. Da gibt es diverse Hersteller, die das machen, die schon häufiger gemacht haben. Klar, jedes System, jede Anforderung sind anders, aber da hat man doch Erfahrungen. Aber das böse Erwachen kommt meistens hinterher. Wie betreibt man das eigentlich? Und wie betreibt man es? Und was braucht man dann für Tools, um es ordentlich betreiben zu können? Und wie kann man dann die Benutzer noch glücklich halten? Und wie kann man auskunftsfähig bleiben? Eine Auskunftsfähigkeit, die man früher eigentlich gar nicht brauchte, weil in der Regel die Leute in der Produktion selbst wussten, wo ihre Materialien liegen. Und heute liegen sie eben nicht mehr physikalisch, haptisch in der Hand. Also muss man eine Auskunft geben an einer Stelle, wo man früher nie gefragt wurde. Ich habe ein paar Folien vorbereitet, kann ein paar Sachen erzählen. Ich denke mal, in ungefähr einer Stunde sind wir fertig und dann ist schon noch genügend Zeit, um Fragen zu stellen, zu diskutieren, entweder hier im Raum oder hinterher draußen bei irgendwas zu trinken, habe ich gesehen, gibt es da. Der letzte Vortrag hier, habe ich gehört, ging um den Stratos-Fallschirm-Rekordsprung. Damit kann ich jetzt nicht ganz mithalten mit der Spannendheit des Ganzen, aber ich habe trotzdem noch einen Rekord am Ende mitgebracht. Also so viel kann da noch versprochen werden, am Ende gibt es auch noch einen Rekord. Ja, was hört man dann so? Zum Beispiel, der Online-Redakteur sagt, ist ein echter Fall, ich sage nicht von wo, ich kann das File nicht mehr bestellen. Es kommt ein Fehler, das klingt irgendwie so, als gäbe es das nicht mehr, aber ich habe es doch früher immer bestellen können. Ich glaube, da hat das Archiv jetzt eben ein File verloren. Hilfe, Hilfe, das muss ich jetzt mal gleich eskalieren. Der Archivar sagt, du solltest doch die Sendung zum Archiv schicken. Und der Cutter sagt, ich hab's geschickt, ich verspreche es hoch und heilig. Der Archivar sagt, der ist aber nicht da, bei mir ist nichts angekommen. Du hast gesagt, hast abgeschickt, wo ist es denn hin? Auch mehr als ein echter Fall. Oder, auch ganz beliebt, Freitagnachmittag, ich habe den Trailer abgeschickt und mir wird noch nicht angezeigt, dass er im Playout ist. Wie in der Schule in der Textaufgabe, der Hinweis ist versteckt, Freitagnachmittag, da wollen alle schnell noch was losschicken. Also ist es wahrscheinlich irgendwo eine Queue im System, die übermäßig voll ist und alle sind auch gleichzeitig übermäßig nervös. Ja, wenn man dann nicht sofort sagen kann, wo es steckt und alle Leute beruhigen kann, fangen da häufiger mal die Leute an zu hyperventilieren, gerade am Freitag. So sehen es die Nutzer. Wenn man jetzt im Betrieb schaut, dann hat man, das ist irgendwie genommen, bei jedem wird das so, da so ähnlich, so ganz falsch ist es sicherlich nicht, gibt verschiedene Bereiche. Es gibt ein Playout, es gibt irgendwo einen Schnitt und Editing, man hat auch meistens ein und viele und ganz, ganz viele Transcoder, man hat irgendwo eine Archivdatenbank, man hat irgendwelche MAM, Essenzmanagement, sonstige Management-Applikationen und unten drunter ist die IT-Schicht, da gibt es Server, Speicher, Netzwerke.
Und alle zusammen liefern, bieten ein System und alle werden aber von anderen betreut. Meistens gibt es eine spezielle Truppe, die sich um Schnitt kümmert, dann gibt es welche, die sich um Playout kümmern. Transcoder ist ein Spezialwissen, häufig gibt es da eine Truppe, die sich nur um die Transcoding-Farm kümmert. Eine Archivdatenbank vom Inhalt, was da archiviert ist, was da verzeichnet ist, da gibt es in der Regel einen eigenen Fachbereich, der seine Files hegt und pflegt, die da archiviert sind. Die IT-Infrastruktur wird von Leuten betrieben, meistens gibt es dann noch welche, die kümmern sich nur um die Server, andere nur um die Speicher. Die müssen alle miteinander reden, die müssen alle irgendwo zusammenarbeiten. In vielen Fällen sind teilweise externe Provider, die das Ganze betreiben. Zum Teil gibt es auch noch externe Zulieferer, die was liefern, die hat man dann noch weniger unter Kontrolle. Und wenn man sich jetzt mal aber so einen Workflow anschaut, dann wird hier ein File losgeschickt, wird in irgendeinem MAM, CMS, wie man es auch immer nennen will, System verzeichnet, wird dann mal transkodiert, wird archiviert und im Speicher abgelegt. Als ein beliebiger Workflow. Man kann sich alle möglichen Workflows, alle gehen hier so kreuz und quer. So, und jetzt hat man eine Fragestellung. Wo hängt es dann? Und dann kommt noch ein Schritt, noch ein Punkt. Früher war das irgendwie, das war ein Broadcast-Thema. Ich habe jemanden vom Broadcast gefragt oder ich habe jemanden vom Materialmanagement gefragt. Heute zeigt mir erstmal mein PC irgendwas nicht an. Also rufe ich mal die IT-Hotline an. Die IT-Hotline hat von sowas wenig Ahnung und geschweige denn den tiefen Einblick über diese ganze Workflows. Eine witzige Anekdote von einem Kunden, die haben Programmmaterialien, kennzeichnen die mit PR vorne. Dann wurde also ein Ticket bei der Hotline aufgemacht, ich habe ein Problem mit PR, bla 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 bla. Ein paar Minuten später kam einer zur Tür rein, ich habe gehört, hier gibt es ein Problem mit dem Printer. Gleichzeitig ist das halt heute so. Die User wissen nicht, wo das Problem ist, also rufen sie an der zentralen Hotline an und die zentrale Hotline muss irgendwie in die Lage versetzt werden, mal schnelle Auskunft geben zu können und irgendwie eine Sichtbarkeit des ganzen Prozesses zu schaffen. Und wie gesagt, diese Leute müssen miteinander reden oder wenn sie nicht miteinander reden, ein Ticketsystem nutzen. Dann wird es aber schon irgendwie langsamer, wenn dann so Ticket-Ping-Pong ist, keiner ist wirklich zuständig. Da hilft es dann doch schon, wenn man irgendwie mal rauskriegen kann, wo ungefähr liegt denn eigentlich mein Problem, damit man gleich gezielter jemand darauf hinweisen kann und sagen, hier, das liegt sehr wahrscheinlich bei dir im Bereich. Denn dann fängt es nämlich an, dann guckt der eine in sein IT-Monitoring-Tool und sieht da irgendwelche Kurven und sagt, da und da könnte es liegen. Der nächste guckt in irgendeinen Jobmonitor, in dem Fall von unserer Lösung Admira, sieht irgendwelche Pfeilflüsse an und sagt, bei mir ist alles grün, alles ist erfolgreich oder läuft, ich sehe da gar keinen Fehler. Vielleicht sieht er nicht, dass gar nichts reinkommt ins System, weil es vorher hängt. Andere gucken in ihr Pfeilsystem und sehen, oh, da sind die Files oder da sind die Files nicht da. Der Archivar guckt in sein Archivdatenbanksystem und sieht dort auch eine Wahrheit, eine Sicht auf die Sachen. Zum Beispiel gibt es hier auch eine Job-Queue jetzt in diesem System. Nur ist das denn alles, was der sieht? Der sieht auch nicht alles irgendwie und glaubt aber, das ist alles und meint, er kennt die Wahrheit. Oder Content-Management-Systeme haben ihre eigene Sicht und Queue. Und aus diesen ganzen Informationen muss man sich jetzt ein Bild zusammenbauen. Ich habe da irgendwie ein Problem, ich kann da gucken, ich kann da gucken, ich kann da gucken, aber nicht ich kann gucken, sondern ich muss den anrufen, der den Linux-Zugang hat und ins Filesystem gucken kann. Ich muss den Archivar anrufen, der ins Archivsystem gucken kann. Ich muss den Cutter oder den Betrieb vom Schnittsystem, der irgendwie gucken kann, ob da alles richtig gerendert wurde. Ich muss mir ganz viel Informationen zusammensammeln. Und die Informationen kommen häufig aus Schnittstellen. Und Schnittstellen gibt es auf die verschiedensten Arten und Weisen. Gibt dann immer noch Menschen, die irgendetwas tun müssen, damit es weitergeht. Meistens ist das Problem
dann doch immer noch vor der Tastatur. Man hat auch ganz häufig noch, weil es einfach die einfachste Integrationsmöglichkeit ist und am Ende auch die preiswerteste, gerade wenn es darum geht, irgendein System aufzubauen und irgendwelche Systemintegrationskosten und Einmalkosten zu bestimmen, macht man halt einen Watchfolder, da fällt was rein und jemand anderes erkennt es. Klingt schön einfach. Wenn man aber mal ein paar Dutzend oder 100 davon im Unternehmen hat, dann ist gar nicht so einfach, herauszufinden, wo liegt da eigentlich welches File. Da können auch Files irgendwie verhungern. Habe häufig schon die Situation mitgekriegt, dass einer sagte, du, ich bin da über den Ordner gestolpert, da liegen 1000 Files, was ist eigentlich mit denen? Die können irgendwie nicht wichtig sein, denke ich da immer. Die liegen da schon ganz lange rum, keinem fehlen sie, könnte man sie ja wahrscheinlich löschen, aber keiner traut sich, die zu löschen, weil wenn ich früher einen Stapel Videokassetten irgendwo in der Ecke gefunden hätte, hätte ich die wahrscheinlich auch nicht so einfach weggeschmissen und hätte mal gesucht, wem gehören die. Da stand dann aber meistens mehr drauf, als auf so einem File draufsteht. Schön ist dann, man integriert per Schnittstelle, per API. Auch da gibt es verschiedene Integrationsmöglichkeiten. Also wir kriegen häufig eine Anforderung, da muss eine Schnittstelle integriert werden, da muss per direkter Kommunikation gehen, damit man eine möglichst gute Integration hat. Aber da gibt es verschiedene Arten der Integration. Man kann einfach eine Aufgabe starten und dann warten, bis ich eine Rückmeldung bekomme. Es gibt so ein Standard FIMS, Framework for Interoperable Media Services, der standardisieren soll, wie man mit bestimmten Geräten wie Transcoder, Videoserver oder Transferprodukten redet. Dort ist eine der definierten Kommunikationsmöglichkeiten eine asynchrone Kommunikation. Ich gebe einen Jobauftrag und warte, bis das System mich benachrichtigt. Da kann ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten. Wenn das System ein Problem hat, kommt da nie was zurück. Kann auch Schnittstellen geben, die einen Fortschritt abfragen. Dann kriegt man immerhin irgendwie einen Fortschritt mit. Wenn ich das aber zum Transcoder schicke, der seine eigene Queue hat, dann ist ganz lange der Fortschritt 0%, solange bis endlich mein Auftrag drankommt. Was der aber in seiner Queue hat, kriege ich auch nicht so einfach zu sehen. Und am Ende, wenn dann was schief geht, stellt sich immer noch die Frage, kriege ich über die Schnittstelle eigentlich die Fehlermeldungen rüber? Oder muss ich dann auf das System gehen und dort nachschauen, was ist da eigentlich für eine konkrete Fehlermeldung? Und dann brauche ich wieder den Spezialisten, der kann oder darf, auf dieses System zuzugreifen. Wann brauche ich eigentlich solche Informationen? Zum einen gibt es den Normalbetrieb. Das ist das, was wir ja alles haben wollen und hoffentlich zu 99, irgendwas Prozent oder zumindest mit einer 9 vorne auch haben. Da wollen die Nutzer wissen, wo steht eigentlich irgendetwas im Prozess. Wo ist ein File? Kann ich freitags in Feierabend gehen oder nicht? Und da hat man auch eine Hotline, die mal schnell reingucken muss und sagen muss, ja, du, ist alles okay, bleib ruhig, kommt schon. Die Charakteristik von so einem Fall ist, es ist der Normalfall. Alles läuft, alles funktioniert. Alle Informationen, die ich bekomme, sind auch richtig, sind vollständig und ich muss dann auch nicht weiter reingraben. Wenn das Ding sagt, es läuft, kein Fehler, steht in der Queue an 10. Stelle, wunderbar. Da muss ich nicht viel mehr tun. Aber solche Anfragen sind in der Regel auch schon vor irgendeinem Hintergrund irgendwas, was der Nutzer nicht selbst sehen kann. Also ist es meistens schon eine systemübergreifende Fragestellung. Ich kann nicht nur in dem einen Avid-System oder in dem einen Produktionssystem oder in dem einen MAM gucken. Und de facto ist es ja heute so, dass die in der Mehrheit der Medienunternehmen gibt es mehrere Systeme. Man hat nicht ein zentralisiertes System, wo alles in diesem System, Content-Management-System verwaltet wird. Also braucht man irgendwie eine systemübergreifende Sicht. Der nächste Fall, und jetzt wird es immer schlimmer, ist ein Incident. Ich habe also ein singuläres, einzelnes Problem, welches auch ein größeres Thema sein kann, aber erstmal habe ich ein Problem. Und das Ziel ist, ich möchte dieses Problem lösen.
Das heißt, zum Beispiel möchte ich erkennen, das hat ein falsches Format und deshalb kann man das nicht importieren. Da gibt es ein Rechteproblem auf dem Speicher und ich kann es nicht schreiben oder ich kann es nicht lesen. Oder ein Server ist runtergefallen. Das heißt, man hat ein Problem, ein User hat sich gemeldet, noch nicht irgendwie Tausende. Und Ziel ist jetzt, dieses Problem zu lösen. Hier muss ich erstmal gucken, weil selten gibt der User die Fragestellung so präzise an, dass man gleich auf das Problem geführt wird. Also ich brauche mal eine Übersicht über alles, was ich habe, um dann verfolgen zu können, wo ist eigentlich mein, wie ist mein Systemstatus, gibt es irgendwo ein Problem, wo kann ich reingucken. Ist aber immer noch so, es ist ein singuläres Problem, hoffentlich, und da zeigen auch alle Systeme noch richtig an. Ich kann also alle meine normalen Systeme irgendwie nutzen. Ich habe aber ein Problem, das heißt, mindestens da, wo das Problem ist, muss ich mal irgendwo reingucken. Ich muss Logfiles angucken, ich muss auf Betriebssystemebene reingehen, ich muss vielleicht irgendwas neu starten. Das heißt, ich habe schon Spezialwissen, was ich brauche, aber auch schon hier ein Verständnis des Gesamtsystems. Und dann letztendlich habe ich eine Havarie. Was ist das Charakteristikum einer Havarie? Irgendwas Großes ist wirklich ausgefallen oder mehrere Systeme sind ausgefallen. Und ich will entweder die Havarie beheben, das wird dann meistens schwierig, aber ich muss wissen, wo läuft es eigentlich schief, damit ich eine Umgehung planen kann. Und ich will dann auch die Auswirkungen sehen. Und nach der Behebung so einer Havarie muss ich gucken, wie kriege ich das alles wieder ins Lot. Meistens ist es ja so, man hat eine Havarie. Der Havarieweg, wie komme ich in die Havarie, das ist häufig geprobt, das ist dokumentiert und das geht einfach und das wird auch häufig ganz schnell gemacht. Und dann muss man aber irgendwie wieder zurückkommen und das ist aufwendiger. Und dann muss man auch priorisieren und muss sagen, die Sachen sind wichtiger, die anderen Sachen sind unwichtiger. Und ein weiteres Charakteristikum ist, dass die sich wirklich auskennen, sind meistens damit beschäftigt und sollten damit beschäftigt sein, das Problem zu lösen. Aber alle anderen im Unternehmen sind betroffen und stellen dumme Fragen. Die muss auch irgendjemand beantworten. Wenn jetzt also man immer die Spezialisten braucht, um solche Fragen zu beantworten, kommen die nie zum Problemlösen. In der Schweiz ist mal der gesamte Bahnverkehr der Strom ausgefallen. Man hat hinterher analysiert, warum. Die Geschichte, warum es ausgefallen ist, die ist eine interessante Geschichte für sich. Da spielte auch die Frau eines Mannes eine Rolle, der einen Schlüssel hat, der wichtig war. Aber warum das so lange gedauert hat, war, dass die so mit Meldungen bombardiert waren, dass sie nicht erkannt haben und auch gar keine Zeit hatten, sich um ein Problem zu kümmern, weil die immer nur diese ganzen Alarmmeldungen und Anrufe und so weiter beheben mussten. Und solche Sachen will man natürlich auch umgehen und möchte irgendwie eine Sichtbarkeit des gesamten Systemstandes und der einzelnen Prozesse schaffen. Und ganz am Ende gibt es dann noch, das ist sozusagen die Kür, die Frage, wie sieht es denn in der Zukunft aus? Kann ich jetzt noch mir mehr Tape-Laufwerke kaufen? Verkraftet das mein Netzwerk und mein Speichersystem? Kann ich noch diesen internen Kunden mit draufnehmen? Kann ich noch dieses Schnittsystem anschließen? Und was sagt dann meine Infrastruktur? Kriegt man häufig irgendwie singuläre Antworten. Der Speichermensch sagt, ja, passt noch. Irgendwann fragt man den Netzwerker, der sagt, ja, aber da müsste ich noch irgendeine Querverbindung legen und so weiter. Dann ist irgendeine Datenbank nicht groß genug, um es abzuspeichern. Also wirklich jetzt den Gesamtüberblick zu schaffen, was kann ich eigentlich noch machen oder was mache ich überhaupt? Also welche Redaktion ist denn die immer in letzter Minute ihr Material schickt und weshalb derer wir Riesenkapazitäten vorhalten? Und muss das eigentlich so sein? Ist wirklich alles, was diese Redaktion schickt, für die nächste Sendung? Oder überschneiden die sich nicht mit irgendwie zukünftigen Sendungen? Wäre schön, wenn ich diese Informationen auch noch bekommen könnte. Mal ganz schnell von einem beispielhaften System, der Überblick, ohne den jetzt verstehen zu müssen. Aber wenn ich hier mir einen Materialfluss anschaue, da wird irgendwas vom Evid geschickt und es muss hinten gesendet werden.
habe ich ein Schnittsystem, ich habe ein internes Transfersystem, wo eine Abnahme drinnen ist, da ist ein Watchfolder dazwischen, da ist eine Webservice-Schnittstelle, dann geht es ins Playout, der hat einen Watchfolder vorne dran, dann wird ein Quality-Check gemacht, der per API integriert ist, vorher muss noch ein Datensatz angelegt worden sein fürs Playout, vom Scheduling, und dann wird es hier auf die Sendestraße geschickt. Der Weg, dass das vom Schnitt in die Sendestraße geht, zeigt, das ist irgendwas, was nicht total unwichtig ist, meistens auch zeitkritisch. Und ich habe hier verschiedene Systeme, verschiedene Schnittstellen, und wenn jetzt da ein File fehlt, brauche ich irgendwie eine Übersicht. So, langsam kommt man in die Richtung, nachdem ich jetzt so viel über die Problemstellungen erzählt habe, versucht habe, die so ein bisschen einzukategorisieren in verschiedene Bereiche, geht es in Richtung Lösung. Es ist sicherlich ein Ansatz, und mit unserer Lösung Admira, wo das ein paar Bildchen sind, machen wir das auch, zentralisierte Systeme aufzubauen. Also auf der Ebene Files eine zentralisierte Essenzverwaltung einzuführen. Früher wäre keiner auf die Idee gekommen, zu sagen, meine Medien, meine Videokassetten sind fest gebunden an das Verwaltungssystem, mit dem ich die Videokassetten verwalte. Ich konnte immer eine Videokassette nehmen, irgendwo hintragen und nutzen. Heute ist es häufig so, dass die Medien, die Files, festgebunden sind an ein Verwaltungssystem und da irgendwie nicht rauskommen und ich dann eine Schnittstelle habe. Früher eine Videokassette nehmen, ins Playout tragen, da habe ich keine Schnittstelle gehabt. Wenn ich also zumindest versuche, diese Schicht, was der Ersatz der Videokassetten ist und deren Bewegung, zu abstrahieren, dann kann ich schon das ein oder andere vereinfachen, zentralisieren und so Sachen wie Transfers, Transcoding, QC, Speicherorte zentral anbieten und dann auch dementsprechend Fehlermeldungen zentralisiert anzeigen. Was leidvolle Erfahrung als einer, der so ein System herstellt und supportet, ist ja immer das System schuld, weil es zeigt die Fehlermeldungen an. Wenn ich mir hier mal ein Systemschaubild anschaue und man sieht, was alles angeschlossen ist und von wo überall Files kommen und wo diese hingehen, hier ist mal eine Liste von verschiedenen Workflows und Import-Export-Quellen. Überall, wo da ein Problem auftritt, zeigt es das eine System an. Plötzlich kommt eine Antwort, hey, mit dem neuen System geht ja so viel schief. Ehrlich gesagt, das Ganze ging vorher auch schon schief, nur es war nicht an einer Stelle sichtbar und jede Abteilung hat selbst mit sich darum gehadert. Und jetzt macht man das mal sichtbar. Und das Schöne ist, dann kann man auch mal ein paar Themen angehen und mit der Zeit wird es weniger und hinterher hat man deutlich weniger Probleme als vorher. Es ist halt ein Unterschied, ob eine Abteilung am Tag 5 Probleme behandelt oder ob man an einer Stelle sieht, wir haben ja 50 oder 100 am Tag, plötzlich fällt auf, was da eigentlich für Zeit drauf geht. Und wenn man dann sagt, oh, an diesen 50 oder 100 muss man was tun und kriegt die dann wieder auf 10 runter, hat man eine Menge Zeit gespart. Der eben besprochene Ansatz ist zu sagen, alles, was meine Files sind, packe ich in eine Schicht rein, da kann ich meine verschiedenen Content-Management-Management-Systeme oben drüber packen, wie es verschiedene Bereiche, Anwendungen, Fachbereiche haben wollen. Und dann hat man nebenbei auch so Geschichten, dass man sagen kann, ich nutze dasselbe File in 2 verschiedenen Systemen. Dann spare ich nebenbei noch Speicherplatz. Was jetzt hier gar nicht Thema dieses Vortrages ist, die IBM hat ein Framework, wie wir sagen, wie man eine gute Architektur macht und dass man eben Geschäftsprozesse von dem ganzen Thema Essenzen, Files trennt. Das wäre ein eigener Vortrag, darüber was zu erzählen, aber unsere Architekturen versuchen wir auf die Art und Weise zu machen. Löst nicht immer alle die Probleme und Herausforderungen, die ich eben angesprochen habe. Deswegen erzähle ich jetzt auch über ein paar andere Sachen und nicht über das Thema Essenzmanagement allgemein. Was hat man also zusammenfassend für Herausforderungen? Man hat
doch in der Regel Materialflüsse, die verschiedene Systeme übergreifen. Also braucht man irgendeine Übersicht oder eine Analyse, was man aus den verschiedenen Systemen hat. Und ich sage immer, man baut sich ein Bild im Kopf auf. Ich muss da gucken, ich muss da gucken, ich muss da gucken, ich muss da gucken. Und langsam baut sich für mein aktuelles Problem und der Fragestellung bei mir ein Bild im Kopf auf. Das dauert anhand der Systeme, was ich vorhin gezeigt habe, man guckt an 10 Stellen. Das dauert seine Zeit, das verlangt viel Wissen, das verlangt auch bestimmte Fähigkeiten, die man hat, weil man selbst Sachen irgendwie korrelieren muss. Und es hilft auch nicht wirklich weiter, weil dann habe ich es im Kopf. Aber wenn ich das jetzt noch wieder jemand anderen transportieren möchte, ist das auch irgendwie schwierig. Und man hat auch immer Materialflüsse, die verschiedene Betriebsteams übergreifen, die ja auch alle irgendwie arbeiten wollen und jeder braucht irgendwie andere Informationen. Und das ist immer häufiger ein Problem, wenn IT und Broadcast zusammenwächst, man braucht oder bräuchte einen Zugriff auf etwas, wo man gar kein Recht hat, reinzugucken. Wenn es einen Linux-Betrieb gibt, dann, oder ein Betriebssystembetrieb, dann darf normalerweise nur der sich auf das System einloggen. Wenn ich dort aber Logfiles einsehen möchte, die ich nur auf Betriebssystemebene sehe, oder sei es auch Windows, kann ich gar nicht darauf zugreifen. Wenn ich jetzt aber ein System habe, was davon ausgeht, dass ein Betrieb die Logfiles einsieht, der Betrieb von der Software von jemand anderen gemacht wird, muss der von der Software immer den vom Server anrufen und sagen, du, lass mich da mal reingucken, schick mir das mal zu. Und dann ist das meistens schon alt und ehe der andere reagiert, ist das Logfile schon wieder überschrieben. Dasselbe kann man mit Avid und Playout-Systemen und sonst was machen. Das heißt, wenn man immer einen vollen Systemzugriff braucht, um an irgendeine Information zu kommen, ist meine Zusammenarbeit doch enorm behindert. So, jetzt kommen wir langsam in das Thema, was kann man denn machen? Erster Thema ist, ich setze ein Workflow-System ein. Dann kriege ich vielleicht so eine Darstellung, die, wenn man sich damit beschäftigt, einem auch irgendwas sagt, wo ich als Laie zumindest mal drauf gucken erkenne, oh, da ist was grün, da ist auch was grün, da ist was rot. Es gibt zig verschiedene Darstellungen, wie man sowas darstellen kann. Meistens sagen die User, ist mir zu schwer, verstehe ich nicht, kann man das nicht irgendwie einfach machen. Aber einfach, da verliert man auch irgendwie viele Informationen. Wenn man rot-grün macht, dann kann ich es auch irgendwie gleich sein lassen. Ich bin irgendwann mal Zug gefahren und habe da das gesehen. Ich habe überlegt, ob ich das von Düsseldorf nehme. Ich habe dann doch das von Köln hier eingesetzt. Irgendwie sowas kann jeder lesen. Hat sich noch kein Redakteur beschwert, dass er jetzt nicht mit der öffentlichen Verkehrsmittel zum Funkhaus gekommen ist. Da hat man mal irgendwie so ein Level, so ein Diagramm, irgendwie kommen die Leute damit zurecht. Also könnte man doch Flussdiagramme für Pfeil zum Beispiel so darstellen. Hat sowas wie Bahnhöfe, jeder Bahnhof ist irgendwie eine Station, wo ich was mit dem Pfeil machen muss, verzweigt sich dann auch, man kann irgendwo umsteigen, man kann hier eine Pause machen und ein fremdes System befragen. Wäre eine sinnvolle Darstellung, um einen Nutzer an die Darstellung eines Workflows ranzubringen, ohne ihn jetzt mit UML-Diagrammen oder irgendwelchen technisch high sophisticated Sachen ranzukommen. Wir verwenden sowas ab und zu in Schulungen und zur Dokumentation von Workflows. Ich kenne ehrlich gesagt leider noch kein System, was so etwas, und das kann man sich ja weiterdenken, so kann man ja sein ganzes Unternehmen zeichnen. Also man kann ja eigentlich ein Unternehmen so als S-Bahn-Plan zeichnen und kann dann bestimmte Arbeitsabläufe, ist halt die Strecke von da nach da, machen. Ich kenne kein System, was das irgendwie so darstellt. Meistens sind Workflow-Systeme irgendwelche klassischen Flussdiagramme, die aus Prozessmodellierung kommen. Was anderes, was wir bei einem Kunden eingesetzt haben, ist ein Produkt, das nennt sich MeshUp. Ist dazu gedacht, um
in kleinen Portlets, Widgets, wie man das auch immer bezeichnet, in kleinen Fensterchen Informationen anzuzeigen. Das kann man sich auch da relativ einfach zusammenziehen. Die Schnittstellen, die man im Hintergrund hat, sind Standard-Schnittstellen, kann eine Datenbank abfragen, man kann ein RSS-Feed anzeigen lassen. Man kann auch ein paar Bildchen reinmalen. Und so als Quick-and-Dirty-Lösung, ohne viel Aufwand, um sich jetzt mal einen Prozess darzustellen, haben wir den gezeichnet. Ganz normal Grafikprogramm. Und haben dann sich andere Widgets hingemacht, die jeweils zu einem Prozessschritt das entsprechende System befragt haben und Informationen dazu anzeigen. Hier ist eine andere Darstellung, wie die das machen. Wenn man sagt, es gibt einen Watch-Folder, dann wird was von Avid importiert, dann gibt es das abgeschnitten von der Flip Factory, ein Input, ein Output, dann wird es ins Playout geschickt, dann wird es transferiert zum Playout und dann liegt es dort in einem Watch-Folder, damit das System das auffängt. Und überall haben die sich eine mini kleine Abfrage mit ganz Basismitteln, Directory Listing und sowas gemacht und können jetzt oben eine File-ID eingeben und sehen dann händisch, werden mit einer Grafik unterstützt und sehen dann händisch, wo das File gerade liegt. War ein relativ einfacher Ansatz, hat denen aber schon durchaus geholfen, weil sie mal an einer Stelle zentralisiert die Informationen über einen Geschäftsprozess oder über einen Filefluss zusammen mit allen benötigten IT-Informationen zusammengekriegt haben. Das ging dann in die Richtung, dass wir gesagt haben, man redet ganz viel in der Industrie heutzutage über Journalistenportale, dass die Journalisten alles in einem Portal haben, was sie zur Arbeitsorganisation brauchen. Große Redaktionssystemhersteller gehen jetzt dazu über, ihr Redaktionssystem in Portalen anzubieten. Was ist eigentlich mit der technischen Sicht, mit dem technischen Betrieb? Weil das geht ja eigentlich schon in die Richtung. Und man sieht hier auch, da gibt es da oben verschiedene Benutzerrollen und so weiter. Die haben dann ihre Sichten. Sieht schon, es gibt hier so eine Sicht, hat sich einer so gebastelt, der andere fand so schöner, hat sich das gebastelt. In Richtung eines technischen Portals. Und um da selbst mal anzufangen, haben wir erstmal von unserer eigenen Lösung die GUI-Elemente in Portlets gepackt. Sodass man also das, was früher ein GUI-Element war, also ein GUI, wo man sagte, das ist die Anwendung, haben wir zerhackt und haben Einzelelemente draus gemacht. Da gibt es dann zum Beispiel für die Jobs gibt's ein Portlet, um abzufragen und ein anderes, um den Status anzuzeigen. Dann kann man da reinklicken und kann die Details anschauen, kann noch weiter reinklicken, kann noch mehr Details anschauen. Oder ich kann auch sagen, ich konfiguriere mir das vor. Ein Ingest-Operator, der hat die Abfrage hier immer zu, das ist für ihn vorkonfiguriert, er kann gar nichts machen, der sieht hier einfach eine Liste von seinen Ingests und dann sieht er, wenn die durch sind oder er sieht, was da für eine Queue ist. Andere Leute können ihre Prozesse sehen und jeder kann sich das Portal so arrangieren, wie er das möchte. Ich kann dann auch andere Sachen reinbauen und die Kollegen sind vom WDR hier, wo ich das abgemalt habe oder gescreenshottet habe, die haben so einen Material-ID-Generator. Ich weiß da immer nie die aktuelle Adresse und da muss man wieder einen Browser öffnen, das wieder eintippen, kann ich mir ins Portal reinpacken, dann habe ich das im Zugriff. Oder, da ist eine Fotomontage, ich packe mein Monitoring-System da rein und dann habe ich in einem Portal alle meine Informationen, wo ein üblicher Supporter einen Zettel braucht. Und der am Wochenende reinspringt, weil er eigentlich normalerweise nichts mit den Systemen zu tun hat, der weiß dann nicht, wie kam ich jetzt nochmal auf dieses Monitoring-System, wie kam ich auf das Big Brother? Ist jetzt eigentlich in diesem Prozess, ist das jetzt der Ordner oder jener Ordner? Wenn man ein Portal hat, kann man nicht nur personenbasiert, sondern auch kontextbasiert. Ich habe ein Problem an der Stelle oder ich möchte zu dem Thema was wissen, kann man sich eine Seite aufbauen, die alle relevanten Informationen aus den verschiedensten Systemen zu dieser Themenstellung zusammenfasst. Das heißt, Vorteil ist, ich habe es erstmal zentralisiert.
Kann nicht sein, ich habe irgendwas vergessen, ich weiß nicht eine Adresse, wo ich irgendwo drauf komme, die hat sich neulich geändert und ich weiß nicht mehr, wie die neue Webadresse für irgendwas ist. Man kann es personalisiert für eine bestimmte Rolle machen. Ein Cutter muss nur ganz, ganz wenig wissen, aber das sollte er zumindest wissen, wenn er irgendwas abschickt, ob das auch angekommen ist. Und eben kontextbasiert. Alles, was für eine Fragestellung relevant ist, auf eine Seite packen. Ein anderer Ansatz ist, oder eine zusätzliche Komponente ist, weil man immer noch so viele Ordner hat, seien das jetzt physikalische Ordner im Filesystem, die Watchfolder sind, seien es irgendwelche Ordner, die zwar automatisiert was importieren sollen, wo aber vielleicht was nicht gelöscht wird. Den Fall gab es auch schon, Löschrecht weggenommen, ist nicht aufgefallen, es wurde alles schön importiert, alles lief. Nur dieser eine Ordner lief voll und voll und voller und irgendwann war er voll und dann konnte man nichts mehr importieren, weil aber nie einer kontrolliert hat, dass seit x Wochen das Löschen da nicht mehr geklappt hat. Oder auch logische Ordner. Ein Ordner in einem Workbasket von einem Average-Schnittsystem oder von einem Content-Management-System oder von was auch immer System, wo ich in der Datenbank irgendwas habe, wo ich sehen möchte, ob da was drin liegt, kann ich zentral mir anschauen. Eine Variante war, was wir vorhin sehen, ich mache mir für jeden Ordner ein kleines Widget und frage das direkt ab und baue mir für jedes System irgendwie da eine GUI-Integration. Was wir hier für einen Kunden gemacht haben, ist, wir sammeln alle diese Informationen zentral ein. Da haben wir ein Schnittstellen-Framework, um relativ einfach in verschiedenen Protokollen Datenbanken abzufragen, Filesysteme reinzuschauen, führen das alles in eine Datenbank rein. Und dann kann man suchen, kann man sich bestimmte Ordner auswählen, man kann sagen, welcher Datumsbereich interessiert einen, man kann Files suchen und man kann auch sagen, zeig mir alle Files an, die da mal waren. Man hat die Historie. Und die eingangs gestellte Frage vom Cutter, ich hab's geschickt, lieber Archivar, ich hab's dir abgeschickt, kann man hiermit dann zum Beispiel nachverfolgen, kann sagen, hat er es denn in seinem Avid in den entsprechenden Ordner reingelegt. Man kann auch zum Beispiel feststellen, er hat es in den Ordner reingelegt, aber aus irgendeinem Grund nach 3 Minuten wieder rausgelöscht. Ja, es war mal drinnen. Oder häufige Geschichte, da liegt was, also schickt einer was ab und sagt, das wird nicht mehr importiert. Und dann sagt man, ja, ist das vielleicht schon mal importiert worden? Die Regel ist, dass etwas nur einmal importiert. Nein, nein, habe ich eben reingelegt. Wenn man nicht nur in den Ordner jetzt gucken kann, sondern die Historie hat, was war da wie wann, wann hat sich was zuletzt verändert, kann man auch solchen Sachen auf die Schliche kommen, dass es vor einem halben Jahr schon mal mit dieser ID irgendetwas gegeben hat und es deshalb jetzt nicht mehr importiert wird. Und dann hält man hier und kann anzeigen die verschiedenen Daten. Wann wurde es entdeckt? Wann sind die Größen? Haben sich die Größen verändert? Und was hier noch dranhängt, ist so ein Löschmechanismus, dass der dann, man dann ein Expiry angeben kann und dass man damit dann auch automatisiert aus irgendwelchen Ordnern was löschen kann und so ein bisschen Housekeeping in lauter angeschlossenen Systemen machen kann. Ist jetzt bei dem Kunden, der sagt, der verbrät viele Stunden die Woche, um solche Sachen manuell zu machen, auf den verschiedensten Systemen, Betriebssystemen, wenn er es zentralisiert an einer Stelle hat und es sich dann eben wieder in einem Portal rollenbasiert so konfigurieren kann, dass er bestimmte Sachen nur sieht, die ihn interessieren, spart ihm das eine Menge Zeit und macht ihm in der Auskunftsfähigkeit deutlich, deutlich schneller. Und wenn ich das dann alles in der Datenbank habe, dann kann ich damit auch andere Sachen machen und kann es auch anderweitig auswerten. Wir haben gerade eine Kundenanfrage, die sagen, wenn ich da die ganzen Größen habe, kann ich die auch aufaddieren und dann kriege ich ja auch mit, wie viel Material bestimmte Redaktionen mir da immer abliefern, in welchem Kontext oder das Ganze zeitbasiert machen. Oder ich kann gucken, was liegt eigentlich jetzt nach Ordnern verteilt in meinen Systemen. Alles Informationen, die jedes einzelne System auch liefern kann. Wenn ich aber alles mal in einer Datenbank habe, kann ich das für alles, was ich überwache, einmal zentralisiert machen. Und dann ist das letzte Thema, die Königsdisziplin sozusagen, jetzt will ich, was ist eigentlich mit diesem File passiert? Was ist mit dieser Sendung jemals passiert?
über verschiedene Systeme hinweg. Wir hatten irgendwann mal vor einem Workshop eine Idee, kann man wie Facebook irgendwie darstellen, die Timeline, dass man so das Leben eines Files beschreiben kann. Das wurde hier in einem Ordner abgelegt, dann wurde es entdeckt, es wurde ein Job gestartet, der Job lief so und so lange. Währenddessen hat das Storage-System logischerweise gemeldet, da ist jetzt ein neues File, das File ist archiviert worden, das ist auf der Tape-Library. Hinterher wurde es exportiert, irgendwann wurde es mal aus dem Online-Speicher verdrängt. Damit kann man dann erklären, warum, wenn einer das hier oben hätte, der länger braucht und so weiter. Wir haben das ein bisschen rumgedreht, mit Kunden diskutiert und was dann jetzt rausgekommen ist, ist mehr so eine Projektplan-Darstellung. Dass man das Leben eines Files und seinen aktuellen Status als Projektplan darstellt, das auch über verschiedene Systeme hinweg. Also dahinter steht eine Softwarearchitektur, die diese Informationen abfragen kann und am Ende zentralisiert darstellt. Und wenn ich dann hier mal reingucke, also das ist ein echter Fall, wo es hieß, ich habe in meinem Content-Management-System, finde ich ein File, ich kann es bestellen, wenn ich es bestelle, ist es aber nicht mehr da. Und jetzt eine vereinfachte Analyse des Ganzen. Ich hatte am Anfang so eine Frage von meinen drei Fragen, wo der Redakteur sagt, ich konnte es noch bestellen und plötzlich jetzt kann ich es nicht mehr bestellen, Hilfe, ist es weg. Der damalige Fall war noch ein bisschen komplexer gelagert, aber mit so einer Sicht hätte man 5 Minuten gebraucht, um es rauszufinden. Damals haben wir ziemlich lange gebraucht, um verschiedene Systeme zu befragen, zu durchsuchen, zu durchforsten, weil dieser Fall nämlich auch schon ein Jahr zurück lag. Da waren dann auch ganz viele Daten schon nicht mehr verfügbar. Wenn man sich jetzt hier mal die Sache anschaut, also das hier ist die Lebensdauer eines Files. Also hier ist ein File, das heißt so, das ist hier das erste Mal gesichtet worden und nach, was sind das, 3 Tagen, hier ist ein Ende, da ist ein Strich. Das heißt, was ich schon mal sehen kann, das File gibt es nicht mehr. Wenn es jetzt eine haben möchte, ist die Aussage, es gibt es nicht mehr, weil File not found richtig. Es ist hinten schon mal weg. Wenn ich dann anschaue, was ist damit passiert, kann ich einmal auf mein Speichersystem schauen. Und da sieht man, das File ist hier erzeugt worden. Und hier, da sind verschiedene Events. Also es ist hier mal detected worden, dass es auf irgendeinem Ordner liegt. Es wurde hier auf dem zentralen Speichersystem registriert. Und hier hinten hat man so eine Abfolge, da wurde es gelöscht. Dann sieht man als nächstes, da kam es wieder. Es wurde wieder importiert. Und gleich danach sofort wieder gelöscht. Dann hat zwischendrin, dann wurde es nochmal importiert und bis zum Ende, seitdem es dann nicht mehr da ist, war es dann dort. Also ich habe, und dasselbe hier auch auf der Tape Library, die sagt kongruent, das ist immerhin gut, File war da, ist gelöscht worden, nach einer Zeit kam es wieder. So, dann kann ich jetzt weiter reinschauen, dann sehe ich, da gibt es Import-Jobs und dann frage ich mich, warum gab es da diesen einen Import-Job, wo das File gleich wieder gelöscht wurde. Was war denn da los? Dann guckt man sich den rein, sieht hier den Import, sieht, der hat wurde aus dem Avid transferiert, das hat eine Zeit lang gedauert, dann gab es Sachen wie Metadatenbestimmungen, das geht irgendwie schnell, dann wurde ganz lange in Lores generiert, dann wurde es auf die Tape-Library geschrieben. Nicht umsonst sieht man dann hier oben auf der Tape-Library, hat da das File angefangen zu leben. Wenn man jetzt einen Fall einer Queue hätte, würde man sehen, es müsste hier weitergehen, aber da ist ein großer Abstand dazwischen. Da gab es dann irgendwie eine Queue, da hat irgendwas lange gedauert. Und ich sehe hier eine rote Zeile. Ich sehe also, hier ist ein Job, der hat einen Fehler. Das war meiner mit der Fehlermeldung. Und da kann man sich die Fehlermeldung anschauen und sieht in dem Fall, dass die Fehlermeldung des Imports war, das MPEG, also das Lores, existiert schon. Da fängt schon an, komisch zu werden. Ich habe ein File vorher gelöscht. Wir haben gesagt, das Hires-File wurde gelöscht, das Lores existiert aber noch. Das ist jetzt ein Punkt, um weiter reinzuschauen. Da fing es schon an, mit diesem File irgendwie komisch zu laufen. Eigentlich, wenn ich was lösche, und man kann sich das Löschen angucken, da sieht man, den User hat im Content Management Löschen gedrückt. Warum ist das Lores noch da?
ich habe das Logo jetzt hier nicht noch mit abgebildet. Und dann guckt man, ganz am Ende ist es ja weg. Ist das verloren gegangen? Das Archiv sagt, es muss verloren gegangen sein. Dann guckt man nach und sieht hier, da, Karin irgendwas, hat es gelöscht. Da hat also ein Mensch das File gelöscht. Gleichzeitig sagt das Content-Management-System, es ist noch da als Datensatz. Da weiß man, okay, es hat einer gelöscht, ein Mensch hat im Content-Management löschen gedrückt, aber der Datensatz ist noch da. Dann kann man jetzt sagen, muss ich ins Content-Management-System reingehen. Das hat zwar das File gelöscht, wohl auch nicht das Lores, und hat den Datensatz nicht gelöscht. Ist jetzt ein beliebig rausgepicktes Beispiel, das per Hand zu machen, hätte ein bisschen länger gedauert, man hätte das Storage-System befragen müssen, man hätte suchen müssen, liegt das File noch da, man hätte sich diese Historie anschauen müssen und war jetzt auch nur über zwei Systeme eben geschaut. Wenn ich mir den Workflow vom Anfang anschaue, da ging es dann noch ins Playout rein. Da muss ein sogenannter Ingest-Request gestellt werden, das heißt, muss der Datensatz von der Sendeplanung ans Playout geschickt worden. Dann würde man hier sehen, da ist der Platzhalter angelegt worden. Dann kam das File da rein. Man kann sehen, es wurde in den Watchfolder reingelegt, der Platzhalter ist angelegt worden, aber danach ist nie ein File im Playout angelegt worden. Also hapert es jetzt gerade beim Anlegen oder beim Importieren des Files ins Playout. Und man hat eine Sicht, die zeitbasiert ist, wo man dann den zeitlichen Kontext hat. Und wo man in mehrere Systeme reinschauen kann, wo man sich also relativ schnell einen Überblick verschaffen kann. Klar, das ist jetzt weit entfernt davon, diese S-Bahn-Darstellung, die einfache zu sein am Anfang. Aber man hat mal eine Sicht über verschiedene Systeme auf einer Zeitachse und kann auch so Zeitkorrelationen sehen. Häufig ist es ja so, einer importiert was, ein anderer löscht was. Oder zwei exportieren, importieren das selber. Es gibt häufig so Problemstellungen, die durch zeitliche Korrelationen entstehen oder gelöst werden können. Wir hatten auch schon mal einen Fall, wo was importiert wurde, dann wurde es zum Löschen angewiesen. Das Löschen geschieht aber zeitversetzt. Dann hat es einer per Hand gelöscht. Der zeitversetzte Job war aber immer noch im System. Hat es unter selber ID neu importiert, war glücklich, jetzt ist das richtige File dran. Und drei Tage später hat der automatisierte Löschjob das schon korrigierte File wieder gelöscht. Am Ende war gar nichts mehr da. Solche Sachen sieht man auf so einer Zeitachse auch sehr gut. Und systemübergreifend die Zeitachse zu sehen, erspart eben, dass man sich im Kopf dieses Bild zusammenbauen muss. Was war eigentlich wo? Ich habe schon Kunden gesehen, von denen hat man dann Excel-Listen gekriegt. Ich habe mir das hier mal aufgezeichnet, was, wann, wo passierte und hat dann so eine Excel-Tabelle gezeichnet. Eine Darstellung als Projektplan ist jetzt unsere Umsetzungsvariante, die wir zusammen mit einem Kunden realisieren, ist immerhin bekannt, weil doch häufig man mal irgendwie Projektpläne sieht, ist ganz klar nichts, deswegen haben wir das andere vorgeschaltet, ist nichts, was man jetzt einem Redakteur irgendwie vorsetzen kann. Vielleicht in einer total reduzierten Version, aber das Ziel dieses ist, hinzugehen und etwas technisch versierten Leuten für einen Systemüberblick zu bieten. Trotzdem muss man natürlich am Ende, um Details zu kriegen, immer noch in die jeweiligen Systeme reingehen. Und dann hat man natürlich trotzdem so Themen, wie kann ich jetzt eigentlich in Logfiles reingucken oder nicht. Aber um so eine Darstellung aufzubauen, hat schon mal ein IT-System in bestimmte Datenbanken reingeguckt und sie die grundlegenden Informationen zusammengesammelt. Abschließend noch mal ein Blick über den Zaun. Das waren alles Sachen, die wir in Projekten gemerkt haben. Da kann man jetzt ganz viele Storys drüber erzählen, ganz viele Erfahrungen. Das, wo es am Ende unterm Strich immer drauf ankommt und was man merkt, was verloren geht in allen der filebasierten Produktion, in allen den neuen Organisationsformen, wo man anfängt, Sachen outzusourcen, wo Provider irgendwas übernehmen, was aber auch zwangsläufig ist, weil die Systeme so komplex sind, dass das einer nicht mehr machen kann, ist immer dieser Gesamtsystemblick wichtig. Und der geht ganz häufig heutzutage verloren. In wie vielen Telefonkonferenzen war ich schon, wo 10 und mehr Leute
zusammengetragen haben. Wir machen da eine Wartung. Und dann wird das gesamte Rundfunkanstalt zusammen telefoniert, wer davon betroffen sein könnte, dass ich an dieser Stelle jetzt eine Wartung mache. Und wer hat dann welche Ableitungen davon? Also dieser, stell dir mal fest, es gibt keinen so wirklichen Gesamtblick, wie eigentlich alle arbeiten und wie die Systeme vernetzt werden. Man will ja aber vernetzt arbeiten, man will ja, dass alles zusammenhängt, da liegen ja die Vorteile drin. Aber man kann es ja nicht wieder zurückdrehen und sagen, jeder hat sein eigenes und ich trage Videokassetten rüber. Also muss ich vernetzt arbeiten, muss dann aber das, was ich dadurch verliere, nämlich Durchblick, Transparenz, irgendwie versuchen wiederherzustellen. Und das ist in der Regel nicht in einem Produkt, was man da eh einsetzt, drinnen, sondern da muss man mit irgendetwas oben drüber gucken. Das sind alles Sachen, die wir aus den Erfahrungen mit Kunden getan haben oder gerade tun. Jetzt kann man mal weiter gucken. Wenn man liest, was ist in der IT-Branche gerade aktuell, dann hört man immer das Wort Big Data. Alle Welt versucht und erzählt darüber und Firmen machen das, Kundendaten zu analysieren. Jeder will über uns in Facebook und in Amazon alles wissen, um uns tolle personalisierte Werbung zu liefern. Ob das jetzt gut oder schlecht ist und funktioniert, sei mal dahingestellt, wenn ich in Köln das Motel One in der Tel Aviv-Straße suche und danach Werbung von Hotels in Tel Aviv angezeigt bekomme, hat Google mich nicht ganz verstanden. Nichtsdestotrotz gibt es gute Softwaresysteme, die alle diese Daten analysieren, und das sind alles Daten, die nicht mal im Datenmodell designt wurden, dass sie zusammenpassen. Wenn ich den Account meiner Online-Webseite plus das, was jemand mit einem ähnlichen Namen auf Facebook twittert und dann bei mir einkauft, das irgendwie korrelieren will, brauche ich Algorithmen, die eigentlich unscharfe, unstrukturierte Daten zusammenbringt. Das wird immer dafür eingesetzt, um Sachen zu verkaufen, um Werbung zu machen. Das sind nur die Haupteinsatzzwecke. Oder um noch auch ein großer Anwendungsfeld, um Betrugsanalyse zu machen. Ist jetzt hier irgendwo in meinen Kreditkartendaten ein unbekannt oder ein besonderes Pattern drin? Wenn wir mal schauen, was wir eigentlich in so einer Fernsehproduktion an Daten haben, dann haben wir Content-Management-Systeme, MAM-Systeme. Da steht drinnen, wann was gebraucht wird, welche Redaktion, wann es gesendet wird, Scheduling-Systeme, kriege ich raus, wann es gesendet wird. Ich habe irgendwelche Workflow- oder Essence-Management-Systeme. Da kriege ich dann Sachen, wie lange hat was gedauert, Durchsätze, Transcodingszeiten. Die meisten Transcoder heute haben eine Datenbank drinnen, wo die irgendwelche Daten ansammeln. Wenn sie gut sind, messen sie noch, wie gut die CPU ausgelastet ist. Oder das weiß wiederum das Big Brother Monitoring oder Nagios Monitoring oder sonst Monitoring der IT-Leute. Ich habe Logfiles. Mein Festplattencontroller vom zentralisierten Speicher weiß relativ genau, wie viel wohin fließt und wie die Bandbreite ist. Nur der hat keine Ahnung, für welche Sendung das benötigt wird. Also ich habe wirklich viele Daten, die alle da sind. Nur wenn ich die jetzt alle zusammenbringen könnte und irgendwie auswerte, könnte mir auch das viel helfen in meinem Betrieb und in meiner Gesamtsicht. Und es gibt da immer in der Tat ein Anwendungsgebiet, eine Disziplin, Operations Analysis heißt das, worum es geht, maschinengenerierte Daten, die jetzt aber nicht ein Datenmodell entwickelt wurden, wo irgendwie alles schön ineinander passt und man Unique IDs hat, die in Echtzeit zu analysieren, da muss dann relativ schnell gehen, weil das ist viel, sie zu korrelieren, sie inhaltlich zu verstehen. Das ist technisch nicht so ein Unterschied, ob ich in einem Twitter-Feed verstehe, ob der jetzt sagt, ich werde mir Schuhe von Zalando kaufen, oder ob ich in einem Log eines Content-Management einen Satz, den der Entwickler da reinschreibt, verstehe. Dass es jetzt da irgendwie ein File-Not-Found-Problem oder ein Videoformat-Problem gibt. Man kann dann, noch bevor man es merkt, irgendwelche Anomalien feststellen. Man kann feststellen, upala, in dieser Konstellation gab es das noch nie. Ja, Freitagnachmittag ist immer mehr los, aber heute ist irgendwas Besonderes. Irgendwo passt das nicht in das normale Muster. Und der Hintergrund dafür ist jetzt weniger, dass man
IT-Monitoring irgendwie macht, sondern bringen tut das was, wenn man es mit Business-Daten verknüpft, wenn man also es in unserem Fall mit weiß, welche Redaktion, welcher Inhalt, wann das gescheduled ist, woher kommt es, wohin geht es, was ist es für ein Videoformat. Und jetzt nicht nur sagt, mein Netzwerkswitch hat da irgendwie eine Fehlermeldung. Das weiß ich, das gibt es. Ich kenne aber noch keinen, der das wirklich mal für eine Rundfunkanstalt eingesetzt hat. Von daher habe ich gesagt, Blick über den Zaun. Kann jetzt nicht sagen, hey, das ist alles toll. Wir haben auch noch nicht analysiert, ob die Kosten, die ja so eine Software kostet, sich wirklich rechnet gegen das, was ich damit gewinne. Es ist aber definitiv so, dass das, was man häufig an Fragestellungen hört, was wäre, wenn, kann ich da noch ausbauen? Ich habe hier irgendwie ein Problem. Was haben wir bei einem Kunden? Immer nachts in einem bestimmten Zeitfenster passiert irgendwas. Da läuft es immer nicht rund. Keiner kann genau sagen, warum. Es ist definitiv nicht die Putzfrau, die dann kommt und immer die Leiter an den Notausschalter stellt oder den Stecker rauszieht. Aber irgendwas ist da. Aber findet keiner raus, was. Kann sich aber auch keiner hinsetzen und tagelang alle möglichen Logfiles, alle möglichen Systeminformationen von etwas, was sporadisch auftritt, aber wenn es auftritt, dann immer in einem bestimmten Zeitfenster, das jetzt irgendwie zu korrelieren. Da helfen solche Systeme, die das irgendwie zusammenbringen, die zeitliche Abhängigkeit, die versuchen, Schlüsselwörter zu finden und automatisiert irgendwas zu korrelieren, helfen da sicherlich weiter. Wie gesagt, der Ausblick, so könnte man von anderen lernen. Von meiner Seite kenne ich noch keinen, der es gemacht hat. Aber wenn einer Interesse hat, wir machen es gerne gemeinsam. Vor dem versprochenen Rekord, was gibt es an Fragen? Kommentare, Anmerkungen? Dieses hier eben, dieses Operations. Ein Beispiel, was ich gefunden habe, ist Cisco, die das nutzen, die von ihren ganzen Netzwerkswitchen und Netzwerkinfrastruktur auf die Art und Weise Sachen korrelieren und in größeren Netzwerken, Netzwerkverbünden dadurch etwas rausfinden. Das war ein Beispiel, was ich bei uns gefunden habe, wo es wirklich eingesetzt wird. Sie haben den Vortrag begonnen mit der Frage, wo ist mein File für die Sendung oder im Archiv ist ein File verloren gegangen. Das sind ja Fragen von Usern, von Operatoren, von Menschen, die im System den Betrieb sicherstellen. Was Sie aber als mögliche Lösung, diese Fragen zu beantworten, gezeigt haben, sind, sagen wir, technische Methoden oder eine Darstellung der Technik, wie man herausfindet, was mit einem File passiert ist. Ist denn Ihre Idee, dass man solche Auswertungen den Usern zur Verfügung gibt oder sind das Hilfsmittel für die Leute, die von den Usern gefragt werden, wo es ein File? Sowohl als auch. Also primär die Leute, die gefragt werden, dass die schneller etwas rausfinden. Wenn ich aber diese Informationen auf die Art und Weise habe, und deswegen habe ich dieses S-Bahn-Beispiel gezeigt, dann kann ich es auch leicht, vereinfacht, konzentriert darstellen für einen End-User. Und dann hilft wieder so eine Sache wie ein Portal, da brauche ich kein neues Produkt, sondern konfiguriere ich für eine bestimmte Usergruppe das Portal eben so, dass sie nur ganz bestimmte Sachen sehen. Und in diesem Flussdiagramm hier könnte man zum Beispiel auch sagen, den User interessiert nicht, dass es da verschiedene technische Events gab. Den interessiert auch nicht die Schritte hier eines Arbeitsablaufes. Aber ein Balken für die Lebensdauer eines Files, um zu sehen, seitdem es gibt es, danach gab es nicht mehr. Und die Jobs, nur eine Linie zu sehen, da wird es importiert, dann wird es gelöscht, dann wird es nochmal importiert. So fünf Balken, das kann man auch am Enduser zeigen. Und dass dann eine Linie rot ist und dass er sieht, oh, es wurde gelöscht und dann war ein Import. Und der ist jetzt aber fehlgeschlagen. Wenn man das alles rechtmäßig wegnimmt, was da viel ist, dann kann man es auch dem Enduser zeigen. Und wenn der dann merkt, dass er darüber ja viel schneller ist, als wenn er irgendjemand anruft, dann denkt er auch mal 5 Minuten über so eine Darstellung nach und versteht es dann auch.
Es gibt immer mehr Produkte. IBM ist ja auch mit einer der Erfinder und ich sitze da auch leider mit weniger Zeit, als ich gehofft habe, in so einer Arbeitsgruppe. Es gibt immer mehr Produkte. Es ist schön, dass die Leute sich darüber unterhalten, dass es Produkte gibt, die das einsetzen. Es löst leider wenig der wirklichen Probleme, die man hat, weil es im jetzigen Stand hauptsächlich eine lose Kopplung der Systeme ohne irgendwelche Spezialfunktionen hat. Also im letzten, letzte Woche war das Face-to-Face-Meeting in New York, wurde über die Roadmap geredet und ich habe das Protokoll gesehen und da stand drin, und wenn es dann die Version 1.1 mit Repository Service und REST-Schnittstellen gibt, dann denken wir mal drüber nach, verschiedene Timecode-Formate mit Drop-Frame-Timecode gemischt mit normalem Timecode zu berücksichtigen, Transfers mit überlappenden Transcodings, also irgendwelche While-Prozesse und so weiter. Alles das, was man heute eigentlich haben möchte und wo die eigentliche Herausforderung heute liegt, ist dort noch nicht wirklich abgebildet, weil man erstmal, wie das bei jedem Standard ist, sich auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt hat. Das ist ein Problem, was ich sehe. Es ist irgendwie ein bisschen hintendran. Wenn ich es dann nutzen möchte, verwende ich die Extension-Möglichkeiten und damit ist es so ein bisschen wie MXF. Man weiß ungefähr, worüber man redet, aber im Detail muss man doch immer noch reingucken und dieses Plug-and-Play ist dann noch weit entfernt von. Das andere Thema ist, dass FIMS häufig reduziert wird auf, das ist eine Webservice-Schnittstelle. Es spezifiziert aber mehr. Es spezifiziert das Verhalten einer Schnittstelle, dass ich da eine Queue haben muss, dass ich Priorisierung drin haben muss, dass ich die abfragen muss, dass ich die ändern können muss, dass ich den Status persistiere, dass ich den auch später noch abfragen können muss. Das heißt, es verlangt, dass jeder Service eine Datenbank drinnen hat oder einen ähnlichen Speichermechanismus. Das heißt, jeder Service wird eigentlich ziemlich mächtig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe 30 verschiedene Services, lauter Transcoder, dann ist schön einfach, die einmalig zu integrieren über eine Schnittstelle. Dann habe ich aber lauter einzelne Einheiten, die sehr komplex sind, die alle unterschiedlich sind und die ich alle in irgendeiner Form zusammenbringen muss, wieder um mein gesamtes Picture mehr zusammenzubauen und ich alle betreiben muss, die alle Datenbanken, Wartungsverträge, sonst was haben. Das heißt, dieser Ansatz, ach, ich habe FIMS und ich mache mir jedes einzelne Gerät, kann ich mir einen beliebigen Service auswählen. Ja, technisch wird das dann funktionieren, wenn alle Features in der Schnittstelle sind, die man braucht oder man nur das braucht, was drinnen ist. Aber macht mich das im Betrieb eigentlich auch glücklich, dass ich lauter verschiedene Devices habe? Oder packe ich da nicht doch noch irgendeinen, also kaufe ich mehr von einer Firma? Oder kaufe ich mehr Composite Services, dass ich mir also irgendetwas kaufe, was mir meine Transfers managt oder was mir meinen kompletten Speicher managt, wo ich dann mehr High-Level oben reingehe und halt sage, leg das ab für mich fertig und gar nicht alle Details, was heißt das Ablegen, dass ich ein Loris erzeugen muss, dass ich Keyframes erzeugen muss und so weiter, das alles noch modelliere. Ich kenne auch keinen, der jetzt System in der Art und Weise, wo wir eben geredet haben, mit vielen Schnittstellen, wirklich mit FIMS betreibt. Kennen immer nur Einzelschnittstellen, also auch im Projekt hier mit dem WDR wird jetzt eine Schnittstelle zwischen VPMS und DVS-Videoserver nach FIMS-Standard geben. Aber komplett sein System auf FIMS aufbauen, kenne ich noch keinen. Aber irgendwie in die Richtung muss man hin. Also dass man darüber redet, dass man sich auf Sachen einigt, ist sicherlich gut. Ein Satz, der mir noch hängen geblieben ist, war, meistens sitzt das Problem vor der Tastatur. Wie lösen wir das? Meine Schulung ist dann das Einzige und dann sitzt das Problem nicht mehr vor der Tastatur, sondern die Probleme sind hinter der Tastatur. Schulung, also wir sind alle Menschen und Menschen machen Fehler. Da kann man wirklich nichts lösen und nichts verändern. Schneller zu erkennen, dass der Mensch einen Fehler gemacht hat, hilft da. Also das ist so
Das würde jetzt passen. Viele sagen, der Mensch hat einen Fehler gemacht, oder wer sagt das? Zum Beispiel, also um jetzt in dem Kontext zu bleiben, es hat einer was in den falschen Ordner gelegt oder es hat einer einen falschen Pfeilnamen vergeben, würde man hier mit solchen Monitoring-Systemen sehen und visualisieren. Oder ein Cutter hat gesagt, ich habe 10 Files abgeschnitten, hat aber das 10. vergessen, nur 9 abgeschickt, sieht man dann relativ schnell und kann das nachvollziehen. Das ist zumindest das, was man machen kann, ohne die Menschen zu ändern. Dass man einfach guckt, dass man aufzeichnet und transparent macht, was haben die Leute getan. Ich bin auch persönlich der Meinung, ich möchte nie in der Hotline sitzen, weil da ist ein systematisches Problem drin. Der, der ein Problem hat, kann es nicht beschreiben, weil wenn er den problematischen Fall beschreiben würde, hätte er ihn gar nicht, dann hätte er schon selbst erkannt. Das heißt sozusagen, das, was einer, der irgendwo anruft oder irgendjemand ruft, beschreibt, da fehlt immer eine Information. Ich muss also gucken, dass ich Zusatzinformationen noch beikriege, um zu verstehen, wo ist das Problem, was der hat. Hat er das selbst verursacht oder liegt es wirklich am System? Und da wir eben nicht alles vollautomatisiert läuft, sondern man noch ganz viel Files noch per Hand schiebt, die Namen haben, die irgendwo reinkommen, die ein Format haben, ist es meistens ein falsches Videoformat, was falsch benamst, gar nicht irgendwo hingelegt, doppelt hingelegt und so weiter. Wenn man die Sachen abzieht, dass ein Transcoder, der 100 Mal ein MPEG-File transkodiert hat, ist ein 101. Mal nicht transkodiert, ist deutlich geringer, als dass der Mensch, der es 100 Mal reingelegt hat, einen Fehler macht. Beantwortet das ungefähr die Frage? Nicht so ganz, aber ich meine, auf der anderen Seite haben Sie das schöne Beispiel mit dem Straßenbahnplan und U-Bahnplan von Köln. Ich meine, wenn ich da eine Station verschlafe, dann steige ich halt in der nächsten aus und fahre wieder zurück. Das ist was, wo ich keine Hotline anrufen muss. Wenn wir uns auf solche Pläne und auf solche Abläufe einigen wollen, dann muss das, meine ich, das System anders werden. Ja, und es wäre schön, wenn man wirklich in so einen Plan reingehen kann, ach komm, noch mal Schritt zurück oder sowas. Kenne ich keine Lösungen, wo ich sage, wenn man die Software einsetzt, das System, dann hat man kein Problem mit Usern. Man kann halt versuchen, das, was die User tun, möglichst gut zu machen, dass der User wenig Chancen hat, Fehler zu machen. Das macht Google, man tippt eine Suchanfrage ein und er fragt, meinten Sie nicht das vielleicht? In der Ecke sollte man durchaus beim Systemdesign Gedanken machen. Und auch deswegen ist zum Beispiel IDs eintippen, wird an ganz vielen Stellen noch gemacht, immer wieder ein Quell für Fehler. Wäre schön, wenn man das nicht mehr braucht. Und die Diskussion, dass man eine zentrale ID generiert, die schon auf die Kamera drauf speichert, dass man hinterher, man geht zum Dreh, man kommt zurück, man schiebt die Scheibe rein, tippt nichts mehr. Genau, in die Richtung geht's. Umgekehrt, ich bin da ein Freund von auch pragmatischen Ansätzen. Wenn man aus diesen Gründen irgendwas nicht macht, also wenn man irgendwas nicht macht, um nicht in 10% Fehler reinzulaufen, hat man trotzdem 90% irgendwo verloren. Klar, man muss aufpassen, dass die Leute nicht total unzufrieden sind, aber häufig bringen Systeme auch schon was und Änderungen, die man einführt, ohne dass man jetzt alles 100% sicher macht. In dem Zusammenhang vielleicht auch möglich, irgendwie so Rückmeldungsmechanismen für die User mit einzubauen. Also das stelle ich mir ganz gut vor, wenn dann halt der Cutter 10 Files abschickt irgendwo ins Nirvana, so für viele gesehen, hätte er doch gerne auch eine Rückmeldung, ob es da wirklich ankommt, wo es auch hin soll. Und wenn er das jetzt wie bei Amazon bekommt, sie haben ihr Paket versandt, ihr Paket ist unterwegs, ist verpackt, ist jetzt unterwegs mit GPD, kommt morgen an, ich glaube, da fühlen sie sich wahrscheinlich auch einfach wohler. Wenn man sowas vielleicht mit integriert und dann rufen die vielleicht nicht bei der Hotline ein, weil sie ja wissen, okay, es ist wirklich angekommen. Genau, das
bei den Systemen, die ich kenne, ist das meistens auch schon in irgendeiner Form. Das ist jetzt das Thema sozusagen Normalfall. Und da sind die User auch sehr gut. Die wissen dann, wenn ich das abschicke, dann sagt er mir normalerweise, nach 10 Minuten ist alles gut. Nur was macht er, wenn er nach 15 Minuten nicht sagt, ist gut? Dann kann man das überbrücken mit irgendeiner Prozentanzeige, dass man also den Fortschritt sehen kann. Das hilft dem User auch, da sieht er, bewegt sich was. Die Prozentanzeigen haben es immer so ein bisschen wie bei Microsoft Windows Explorer. Noch 20 Minuten, noch 23 Minuten, noch 25 Minuten, aber man sieht immerhin, es tut sich was. Also das ist schon mal gut. Wenn es aber dann trotzdem länger dauert als üblich, dann kommt wieder eben so ein Anruf. Und da kommt eben jetzt genau der Punkt, wenn man so einen S-Bahn-Fahrplan macht, dann sieht der User, das ist jetzt schon weitergegangen und es hängt jetzt dort und versteht auch so ein bisschen, was dahinter passiert. Oder zumindest, wenn er es nicht will, ruft er an und die Hotline kann es irgendwo sehen. Wenn dann bei so einer Anfrage ich in 10 verschiedene Systemen einzeln nachgucken muss, ich schon für die Beantwortung so einer Anfrage eine halbe Stunde brauche, ruft der User auch nicht mehr an. Und ist dann total frustriert, weil er sieht was, aber wenn es nicht geht, weiß er, kann anrufen, wird ihm aber auch nicht geholfen. Das ist irgendwie das Schlimmste. Dahinter, da genau. Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, das Beispiel ist eigentlich ganz gut so mit DHL, mit so einem Tracking-System, aber ich sehe bei uns eigentlich noch eine komplexere Aufgabe für das ganze Monitoring. Und zwar werden bei uns, sage ich mal, auf das Beispiel bezogen, die Pakete zwischendurch aufgemacht, da wird was reingelegt, was rausgenommen. Wir arbeiten viel mit Cut-Listen, wo 50 verschiedene Materialien drin sind. Da verfolge ich nicht nur ein File, sondern da kommt eine Audiospur dazu, eine Vertonung. Das sehe ich jetzt da nicht ganz abgebildet. Haben Sie das auch schon abgebildet in Ihrem Monitoring? Oder? Also ich habe File-Gruppe geschrieben und wenn man sich das anguckt, dann kann man da, dann steht irgendwo Hi-Res, dann steht der File-Name, da könnte man also auch File-Gruppen zusammenfassen. Natürlich, wenn ich das mal 50 irgendwie mache in der Cut-Liste, wird es dann schon unübersichtlich, wobei die Idee dieser Darstellung mit dem Auf- und Zuklappen ist halt, ich kann dann halt aufklappen und dann interessiert mich was und dann muss ich so modellieren, dass man dann nicht 50 Zeilen kriegt, sondern dass man dann Video und Audio in dem Fall trennt oder sowas, dass man sich reindrillen kann in die Informationen, die man dann braucht und wo man dann sehen kann, jetzt ist es die dritte Tonspur, die irgendwo noch fehlt oder die nicht gerendert ist. Und darüber die Informationen kriegt. Also prinzipiell ist das, was dahinter steckt, dass man verschiedene Plugins hat, die eine Datenbank oder die Abfragen machen, das Ganze mappen auf, ist das ein Milestone, ist das ein Task, wie ist die Zeit, wie ist Beginn und Ende, Dauer, Zusatzinformationen und wo auf der Y-Achse sortiere ich das ein und das alles zusammenfügt, damit es eine Grafiklibrary so rendert. Das kann das beliebig komplex und genau wie man Projektpläne beliebig komplex machen kann. Da ist halt wieder der Punkt, das ist dann Systemintegration. Was fragt man wie ab, wie merkt man es, was zeigt man an? Also diese menschliche Überlegung, wie viele Informationen zeige ich dann da an und wie abstrahiere ich das, die braucht man trotzdem noch. Ich habe jetzt hier bewusst nicht so viel gezeigt, die Logos-Files noch mit dazu nehmen können. Das ist nämlich auch, da kommen nämlich auch 10 Stück dazu. Dann wird schon eine Ecke komplexer. Was sagt eigentlich die Zieluhrzeit? Ach ja, 20 nach, ganz gut. Genau, kommen wir zu dem versprochenen Rekord. Die IBM hat auch gesagt, wir machen mal ein Filmchen. Wir wollen auch mal was selbst produzieren, müssen wir immer sparen, also können wir nicht viel Geld für Schauspieler ausgeben und die müssen wir auch unterbringen, die brauchen Platz. Also was nehmen wir? Wir gucken mal, was das Kleinste ist, was es gibt. Nehmen wir doch Atome und machen daraus ein Filmchen. Und damit sind wir ins Guinness Buch der Rekorde gekommen, der Film mit den kleinsten Schauspielern.
Also The Boy and His Atom kann man googeln, dann gibt es auch ein Making-of dazu. Es sind tatsächlich einzelne Atome, die da bewegt werden. Geht natürlich um das Thema Speicherung. Wenn ich einzelne Atome bewegen kann, dann kann ich auch einzelne Atome als Informationsspeicher verwenden. Und in dem Making-of sagen sie, dann kann man nicht nur ein paar Filme auf seinem Smartphone speichern, sondern man kann alle jemals gemachten Filme auf seinem Smartphone speichern, wenn man daraus mal ein Speichermedium machen könnte. Sie sind immerhin schon so weit, dass man statt 1 Million Atome für eine Speicherinformation 12 Atome braucht. Das sind schon ein paar Größenordnungen dazwischen. Und damit geschickter Übergang von der Speichereinheit Bit draußen zum Bier. Schönen Abend.